zeigen im Museum Petersberg im Moment die Ausstellung Faszination Lego, Lego-Technik über den gesamten Zeitraum bis heute. Und da sind vor allen Dingen Fahrzeuge gezeigt und interessierte Familien besuchen uns reichlich. Unser ganzes Museumsteam, von den Herren bis zu mir, sind begeistert mit dieser Ausstellung. Ganz besonders, weil wir ein breites Publikum ansprechen, von Rentnern bis die Enkelkinder, Kinder, kleine, große Kinder, erwachsene Kinder. Und das ist unsere Begeisterung hierfür. Lego ist besonders interessant, weil es ein Gemeinschaftsspiel sein kann, aber auch ein Einzelspiel. Man kann es zusammen gestalten, man kann aber auch sich alleine mal zurückziehen und etwas bauen, etwas erschaffen, etwas Kleines für sich und da seine eigene Welt kreieren. Ich glaube, das ist das Besondere an Lego. Wir freuen uns besonders, dass Herr Axel Duschek, der Sammler dieser ganzen Modelle, auf uns zugekommen ist, in Kontakt mit uns getreten ist. Er war mal ein Besucher und ja, hat man den Kontakt hergestellt, drüber gesprochen, sich das dann bei ihm angeschaut, wie viele Modelle er hat. Und ich glaube, die Planung waren jetzt 2 Jahre und jetzt findet sie gerade hier statt. Ich arbeite beim DRK-Betreuungszug im Katastrophenschutz. Ehrenamtlich, ja, ich sammle Lego unter anderem, Lego-Technik, Lego-System sehr viel und auch Warhammer 40.000, also Modellbau, geht so alles in die Richtung. Ja, und bin halt als Besucher hier, genau, meine Frau hat gesagt, komm, hier gibt es eine Lego-Ausstellung, also eingesagt und dann, ja, meinte, ist was für mich, hat sie recht gehabt, definitiv. Ja, der Helikopter-Lego-Truck, der ganz unten steht, der schwarze mit dem Helikopter, den Truck. Dadurch, dass ich den halt auch selber als Kind bekommen hatte, ja, ist das so mein Liebling. War auch mein erstes Lego-Technik-Modell. Lego-Technik ist ein bisschen spezialisierter, also man hat halt spezialisiertere Teile. Und Lego ist halt quasi wirklich zum Spielen. Also es ist bunter, es ist mit Figuren, es ist einfacher und Lego-Technik ist dann schon anspruchsvoller. Lego Duplo, das ist dann für die ganz, ganz Kleinen so als Anfang, würde ich sagen. Größere Steine ist halt für die Kleinen motorisch feiner. Auch für die Erwachsenen, also ein Set habe ich auch. Macht auch Spaß, spiele ich auch damit. Genau, so die 3 Systeme. Ich finde, es ist greifbar, man kann halt seine Fantasie freien Lauf lassen. Das ist halt nicht fest, wenn man jetzt ein Matchbox-Auto hat, das ist fest. Bei Lego, man kann verschiedene Sachen bauen. Also man ist halt nicht auf das, was vorgegeben ist, festgelegt, sondern man kann auch Fantasie, beispielsweise, wenn man es Bock drauf hat, baut man aus dem Auto ein Flugzeug, baut Flügel dran, baut verschiedene andere Sachen dran, Individualität, die Kreativität wird gefördert. War zumindest bei mir so. Fantasie, räumliches Vermögen, wenn man dann halt auch Gebäude baut oder man hat Bock, mal den Todesstern nachzubauen. Ja, das macht für mich Lego aus und ich denke mal auch für die ganze Jugend und für die Erwachsenen ist es halt zeitlos.